Hallo, hier ist wieder der Hunderkiel mit einer neuen Folge von meinem Let's Play zu Black Desert Online. Und wir sind immer noch im wunderschönen Velia und wir haben ja letztes Mal oder auch schon die letzten beiden Folgen eine Menge übers richtige Kochen gelernt. Und ich habe so das Gefühl, da wird es auch noch weitergehen. Aber bevor wir das machen, denke ich, habe ich noch kurz was anderes vor. Und weil das hübsche kleine Häuschen, was wir ja mieten mussten, um richtig zu kochen, wegen der Kochnische, das sieht vom Interieur irgendwie alles noch so nackig aus. Deswegen schauen wir uns doch jetzt mal den Möbelhändler Selius ein bisschen genauer an. Und ich habe das zwischendurch mal ein bisschen vorbereitet. Deswegen, wir gucken jetzt mal in seinen Laden rein, was er so an Möbeln zu verkaufen hat. So, und wie man jetzt hier sehen kann, gibt es hier so ein paar Sachen, die setzen einen gewissen Freundschaftsgrad mit ihm voraus, damit man die kaufen kann. Ne? Dies hier erforderliche Freundschaft 500. Da das ja immer ein bisschen dauert mit diesem Freundschaftsdialogspiel, habe ich das mal im Off kurz gemacht, den auf 500 gebracht. Und wenn ich mich nicht irre, verbrauchen die sich jetzt, wenn wir was kaufen. Deswegen, was ich jetzt mal als erstes kaufen möchte, was ich haben möchte, ist ein Bett. Weil Betten sollen einen gewissen Vorteil haben. Man kann nämlich, wenn man seinen Charakter sich in einem Bett ausruhen lässt, dann regenerierte Arbeitsenergie. Und deswegen denke ich mal, ist das ganz nützlich. Deswegen, das ist auch mit Abstand das teuerste mit 24.000 Silber. Ja, wir haben 52.000. Na gut. Wir müssen auch mal zusehen, dass wir Geld verdienen. Aber kaufen wir erstmal das Bett. Zack. Und nein, es verbraucht nur ein bisschen Freundschaftspunkte. Ich hatte 520. So, was wollen wir denn noch haben? Was wollen wir denn noch haben? Ein Esstisch und ein paar Stühle wären nicht schlecht, ne? Macht sich bestimmt gut. Oder nehmen wir den einfachen rechteckigen Tisch? Mal gucken. Erstmal müssen wir auch mal wieder ein paar Freundschaftspunkte aufbauen. Dafür müssen wir noch mal kurz das Gespräch führen. So, erweckt das Interesse von Selus weniger als zweimal. Ja, mal gucken. Das ist ja wieder einer von den Nummern, die ich nicht kann. Oder nicht so gut kann. Aber das habe ich eben auch schon mal hingekriegt. Und zwar, wie habe ich das noch gemacht? Erstes habe ich sie genommen. Dann ihn. Und ihn. Und ihn, glaube ich. Mal gucken. Bam, bam. Ah. Und? Ja, das. Oh, hat aber nur 3 Punkte gebracht. Aua. Das ist wenig. Okay. Erweckt das Interesse von Sirius weniger als dreimal. Okay. Wenn das wieder so wenig Punkte bringt, ist das natürlich etwas kontraproduktiv, das so zu machen. Aber wir werden das trotzdem wieder genauso machen. Also, sie als erstes. Dann ihn. Ups. Und ihn. Und ihn. Okay. Das hat nicht wirklich viel gebracht. Gucken, was wir kriegen wir jetzt. Maximale Gunst von 34 oder höher. Okay, da sollte dann ein bisschen mehr bei rüberkommen. Also, wollen wir mal schauen. Wie fangen wir an? Ja.
Okay, den setzen wir dahin, weil der kommt zweimal. Dann fangen wir mal. Ihr an. Und dann kommt er. 79, 58, 52, 70. Oh oh. Noch 79. Nehmen wir ihn, der kommt nämlich auch zweimal. So ein bisschen zu riskant. Und ihn noch. Also, wir müssen maximale Gunst 34 oder höher schaffen. Na, schauen wir mal, ob das klappt. Ja, das wird wohl klappen. Okay, jetzt haben wir 54 dazu gekriegt. Jetzt können wir erst nochmal wieder shoppen gehen. So, jetzt haben wir 459 Freundschaftspunkte. Schauen wir nochmal in den Laden rein. So, das Bett haben wir schon. Dann nehmen wir nochmal den Esstisch. So, jetzt haben wir noch 425. Und dann nehmen wir noch einen Stuhl. Und jetzt haben wir wieder zu wenig. Ich möchte aber noch wenigstens noch einen zweiten Stuhl haben. Also müssen wir nochmal einmal eine Gesprächsrunde machen. Erlangt eine bisherige Kunst von 63 oder höher. Das sollte nicht so das schwierige Problem sein. Das bauen wir ähnlich auf wie eben. Und damit an. Dann nehmen wir ihn wieder. Klappt. Jo, das sollte funktionieren. Und wir kriegen 31. Dann können wir wieder ein bisschen weiter shoppen. Das reicht. Oh, dann holen wir uns jetzt noch einen Stuhl und dann soll das für jetzt erstmal reichen. Okay. Gut. Dann gehen wir mal unser Häuschen einrichten, wa? Dass da nicht mehr ganz so kahl drin aussieht. Na, willst du meine Bude besuchen? So, also. Den Platzierungsmodus. Ich habe ja noch wieder die Laterne an. Das ist mir zu hell für den Platzierungsmodus. Sieht irgendwie doof aus. Zack, jetzt ist zwar hier wieder duster. So, aber dafür sieht das hier ein bisschen besser aus. Also. Wir haben hier auch noch. Hatten wir als Questbelohnung bekommen, so ein Geschirrhalter. Mal überlegen, wo der sich gut macht. Ne, das sieht nicht so gut aus. Passt nicht so ganz hin. Da vielleicht? Oh. Ah, packen wir den über die Kochnische. Denke ich, passt da gut hin. So, wo stellen wir das Bett hin? Wo stellen wir das Bett hin? Wo stellen wir das Bett hin? Ich glaube, die Vase müssen wir mal woanders hinstellen. Die stellen wir erstmal da in die Ecke. Bett direkt neben die. Ja, das Bett sollte schon ein bisschen abgesetzt von dem Raumplatz hier sein, denke ich. Wir müssen es ja erst platzieren, bevor wir es drehen können. Oh, ne? Können wir das ganz. What? So, jetzt. Ne? So, haben wir ein Bett. Direkt neben der Küche. Dann unseren Tisch. Den stellen wir mal
so hoch. Den Tisch stellen wir mal hier so in die Mitte des Raumes. Aber gerade ist so. Nee, das ist langweilig. So, glaube ich. Den müssen wir auch noch ein bisschen verschieben. Ich denke, so macht sich der ganz gut. So, dann die zwei Stühle. Einer kommt auf diese Seite. Bin mal gespannt, ob man sich auf die Stühle draufsetzen kann. Geht nicht, weil der Spieler im Weg steht. Also mal kurz aus dem Platzierungsmodus raus. Ein Stück beiseite gehen. Und wieder rein in den Platzierungsmodus. So. Was hatte ich gesagt? Der Stuhl soll... Jetzt bin ich mal echt gespannt, ob man sich auf die Stühle draufsetzen kann. Oh, ich sehe auch gerade, wir sollten mal wieder was essen. Dann nehmen wir doch erst einmal... Was machst du? Angeln wollen wir im Moment noch nicht. Das kommt sicherlich auch später nochmal. Nehmen wir den. Okay, Laterne wieder anlegen. Wo ist sie denn? Da. Es werde Licht. So, jetzt bin ich echt gespannt. Kann ich mich auf diesen Stuhl setzen? Ne, auf den nicht. Jo. Cool. Hehe. Lustig. Geht das nur, wenn ich... Vielleicht muss ich rückwärts an den Stuhl rangehen? Ah, ich muss rückwärts an den Stuhl rangehen. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen komisch aus. Ah. Dafür müsste der Stuhl anders stehen. Gucken. Da geht doch, geht auch. Das ist doch witzig. Was passiert denn, wenn ich rückwärts an den Tisch rangehe? Setzt sie sich da auch drauf? Ne, da lehnt sie sich an. Oh, da haben wir ein bisschen was für die Einrichtung getan. Jetzt müssen wir mal gucken. Aha. Bett von Velia. Sache ist nur die. Man sieht hier, das hat so einen Haltbarkeitsbalken. Genauso wie die Kochnische. Das heißt, je häufiger ich das Ding benutze, es verbraucht sich mit der Zeit das Bett. Aber ich möchte jetzt einmal sehen, wie sie das aussieht, wenn sie sich hinlegt. Oh. Lustig. Schnarch. Gute Nacht. Okay. Wieso sind denn eigentlich die Fenster alle wieder zu? Ich hatte die doch alle aufgemacht. Das geht ja gar nicht. Wir wollen auch hier die Luft reinlassen. Machen wir die Schotten auf hier. Okay. Oder war hier jemand drin? Wow, so langsam sieht das noch ein bisschen was aus, würde ich sagen. Können ja auch die Suppe und die Pfanne mit dem Spiegelei noch auf den Tisch stellen. Oder? Ach, was. So. Ja, letztes Mal hatten wir mit einem alternativen Rezept noch Fleischsuppe hergestellt. Und da müssen wir, glaube ich, wieder zu unserem netten, lieben Koch in der Taverne. Wenn ich das richtig sehe. Oh, mal gucken, ob er uns noch was anderes beibringen kann. Okay.
Wie erwartet habt ihr Talent? Wollt ihr nicht Koch werden? Oh, das war's. Wollt ihr von mir lernen, wie man kocht? Wie wär's diesmal mit Fisch? Übrigens, wisst ihr, wie man Fisch fängt? Wenn ihr euch damit auskennt, bringe ich euch ein Rezept bei. Aha. Ich werde dem noch David Fintus gesunde Ernährung. Von dem noch ein Rezept lernen kann? Ja, jetzt ist die Frage, wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Da gibt's eine Handelsquest. Es gibt ja durchaus noch ein paar Leute, mit denen wir hier noch nicht gesprochen haben. Also der hat ja gerade eben von Angeln geredet, das haben wir auch noch nicht gemacht. Ich denke mal, das werden wir dann gleich mal machen. Aber hier ist doch... Oh, Waffenhändler, der hat noch eine Sammelquest, eine Handwerksquest. Dann schauen wir auch mal. Let's see how good your taste is. Go ahead. Choose. Tachos ist zwar nicht besonders redegewandt, aber er ist einfach der Beste. Von ihm könnt ihr eine Menge lernen. Expensive weapons aren't always the best. A weapon. Wird es ein Schwert sein? Ein Schild? Ihr habt ziemliches Glück, dass ihr mir so häufig auf... Was? Dass ihr mir so häufig über den Weg lauft. In dem können wir uns Handschuhe ausleihen. Schauen wir doch mal. Plus 20 Max Mana-Punkte WP, KP. Keine Ahnung, was das ist. Nee, das ist irgendwie... Weiß ich nicht. So, eine Quest. Die Heimproduktion. Ah, hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Wie kommt ihr in Velia zurecht? Jeder hat natürlich seinen eigenen Geschmack. Aber ich denke, man kann es sehr gut in Velia aushalten. Naja, wir sind jetzt schon eine ganze Weile in Velia, ne? Ich will euch einen Vorschlag machen. Geht und hackt ein paar Bäume. Wenn ihr über eine Holzfäller-Axt verfügt, könnt ihr direkt damit loslegen. Ja, haben wir. Ihr habt doch nichts dagegen, dass ich euch die Drecksarbeit machen lasse, oder? Haha, nein, ich mache nur Spaß. Okay, wir sollen also wieder Holz hacken gehen. Naja, schauen wir mal. Ich will euch nur zeigen, wie ihr eure Zeit sinnvoll füllen könnt. Oder seid ihr etwa an der Kunst der Holzverarbeitung nicht interessiert? Okay, also, wir sollen Holzscheite zu Alfredo bringen. Tja. Okay, da hinten können wir offensichtlich das Holz hacken. Nee, das ist irgendwas anderes. Was ist das denn hier? Ach. So, da können wir Holz hacken. Und was sollen wir da? Ach so. Da sollen wir... Ach ja, wir sollten ja auch noch einen Steinrückenkrebs platt mal hauen. Egal. Ich bin ja heiß auf Handwerk und Produktion, also lassen wir den Steinrückenkrebs erstmal sein und fällen nochmal ein paar Bäumchen. Die Holzaxt. Okay, Bäume fällen. Da gibt's Bäume. Mal gucken, wie sieht's mit unserem Inventar aus? Das müsste... Gehen. Zack. Sammelklamotte. Können wir den Baum fällen? Ein Olivenbaum. Mal gucken, was da kommt. Halt. Ich wollte den Baum fällen. Nee. Das nehmen wir jetzt nicht mit. Holzfäller-Axt. Holzfäller-Axt. Ich dachte gerade, ich hätte die Sichel angelegt. Ist auch ein Olivenbaum. Also hier kann man... Aha, okay. Olivenbaum. Hier kann man Oliven ernten. Gut zu wissen. Das brauchen wir ja vielleicht irgendwann mal. Okay, den Baum kann man nicht fällen. Den kann man auch nicht fällen. Den kann man auch nicht fällen. Den kann man fällen. Ein Ahorn. Also, wir brauchen drei Holzscheite. Ich
glaube, ich sollte mal zählen lernen. So, da haben wir schon mal einen. Hier haben wir noch eine Esche. Was ausprobieren. Kann man eigentlich hier die Sachen auch einzeln nehmen? Ja, kann man. Weil dann lasse ich nämlich das Eschenholz jetzt liegen. Weil das Inventar relativ voll ist. Und das Eschenholz uns im Moment nicht interessiert. Wahrscheinlich werden wir es irgendwann brauchen, aber im Moment wollen wir Holzscheite nur haben. Sollten wir die drei Holzscheite haben. Ins Inventar. Drei Holzscheite. Okay, dann bringen wir dem guten Mann die drei Holzscheite. Der war ja in der Nähe von dem Dings. Von dem Talenttrainer. Also, ne? Direkt bei unserem Häuschen, um genau zu sein. Wir haben ein Haus. Boah, ist das cool. Okay. Ernst beiseite, weiter geht's. Let's see how good your taste is. Ich habe einen Holzscheit gebracht. Lass mich mal sehen. Alles klar, das sind hochwertige Holzscheite. Jetzt könnt ihr eine Angelrute herstellen. Hier habt ihr noch ein kleines Zubrot. Okay, jetzt kann ich eine Angelrute herstellen. In the end, one might be better off crafting their own weapons to be sure they're suitable. Herstellen einer Angelrute. Nun dann, fangen wir mal mit der Produktion an. Als erstes kauft ein Haus und verwendet es als Werkstatt. Okay. Dann bringt ihr die benötigten Materialien zum Lager und beauftragt eure Arbeiter mit der Produktion zu beginnen. Ich empfehle euch, erst einmal mit der Produktion einer Angelrute anzufangen. Vom wehenden Baum zum wogenden Meer. Das hat doch etwas Romantisches an sich, nicht? Und bitte legt schließlich die Angelrute an, wenn sie fertig ist. Hoffentlich wird sie nicht schief und krumm. Haha. Okay. Kauft ein Haus in Velia und verwendet es als Werkstatt. Bringt die nötigen Materialien, 4 Holzscheite, ins Lager. Wählt über die Weltkarte bei eurer Werkstatt Arbeitskraft verwalten aus. Stellt Angelrute her. Wählt die Angelrute aus und legt sie an. Okay. Wir sollen eine Angelrute bauen. Dafür brauchen wir eine Werkstatt. Wollen wir nochmal gucken. Also. Okay, das Haus hängt nirgendwo dran. Unser Wohnhaus. Was haben wir hier? Da können wir eine Werkstatt. Und da können wir eine alte Angelrute oder eine Angelrute oder eine dicke Angelrute herstellen. Da können wir auch eine neue Kochnische bauen, falls uns die mal. Ein Holzscheit. Ein Eschenholz. Eschenholz, kupferbaren Schwarzsteinpulver. Okay. Also. Kaufe Werkstatt. Kostet 1000 Silbermünzen, das dauert 10 Minuten. Okay. Ich denke mal. Ah ja, wir sollen ja auch, dann müssen wir das Holz noch ins Lager bringen. Double
Welcome to Velia. Okay. Need to use the storage. Also. Die Holzscheite ins Lager. So, mal gucken. Wir haben jetzt hier so viel Krempel. Dann müssen wir davon auch mal wieder was loswerden. Mal schauen. Okay. Also. Schauen wir mal. Wo können wir denn... Nee, das war woanders. Da war das. So. Wir haben ja ein Bier. Das verfüttern wir jetzt erstmal an unseren Arbeiter. Der hat nämlich nur noch 2 Ausdauer. Dann kriegt er, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Ausdauer. So. Ein Bier. Wie geht das jetzt? Genau. Jetzt hat er wieder 4 Ausdauer. Also jedes Bier bringt 2 Ausdauer zurück. So, damit haben wir schon mal wieder einen Platz mehr im Inventar. Was können wir noch machen? Wir haben 3 von diesen uralten Münzen. Die können wir verkaufen. Huch. Ich wollte gar keinen Heiltrank trinken, Mana-Trank trinken. Gehen wir mal gucken. Die uralten Münzen verkaufen. Das bringt uns auch wieder ein bisschen Kohle. Wir haben eine Menge ausgegeben für Möbel. Alter, man sieht hier schon wieder den Handelsvertreter vor lauter Wagen und Pferden nicht, ey. Das ist, ist wirklich furchtbar. So, mal gucken. 128, der Preis ist relativ gut. Wir versuchen es aber mal mit falschen. Okay. Hm, nein. Bei so viel Elan sind gute Ergebnisse zu erwarten. Jawohl. Und schon kriegen wir ein paar Kröten mehr. Also, verkaufen. Alle. So. Das war noch ein Platz frei im Inventar. Mal gucken, was können wir noch machen. Ich möchte ja nur ungern die Zutaten weggeben. Das wäre irgendwie blöd. Wenn wir... könnten ja noch mehr Fleischsuppe herstellen. Dann verarbeiten wir erstmal den Mais und die Kartoffeln zu Mehl. Oder zumindest den Mais. Ja, es ist ein Kreuz mit dem Inventar, ne? Ach was, wir schmeißen den Kram. Wir schmeißen erstmal was ins Lagerhaus oder. Nee, wir machen das anders. Wir mieten jetzt einfach noch ein Haus als Lager an. Mal gucken. Was haben wir hier? Lager. Zack. Kaufen. Das braucht 2 Minuten. Können wir das auch direkt weiter ausbauen? Nee, aber das bringt uns schon mal 3 Lagerplätze hinzu. Wenn das dann fertig ist in 2 Minuten. Oh. Die Beitragspunkte werden weniger. Wir haben nur noch 13 von 29. Also wir müssen bald mal dafür sorgen, dass wir ein paar Bär bekommen wieder. So, mal gucken. Wir haben hier jetzt im Moment noch 1, 2, 3, 4 frei. Ich denke mir, wir brauchen einen für die Angel noch. Was schmeißen wir hier rein? Da schmeißen wir jetzt erstmal die Kochzutaten da rein. 1, 2, 3. Achso. Alle. Alle. Und das Mineralwasser auch. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz. Okay. Wie lange braucht die Werkstatt noch? Die braucht noch 4 Minuten. Ich denke, die warten wir einfach mal ab. Ich mache hier dann einen kurzen Cut.
bis die Werkstatt fertig ist und dann sehen wir uns gleich wieder. So, unsere Werkstatt ist fertig. Dann schauen wir doch mal, dass wir eine Angel gebaut bekommen. Also, gehen wir auf die Werkstatt. Und Produktionsverwaltung. Und wir können nur die alte Angelroute bauen, ne? Für die anderen Sachen, für die anderen Angelrouten brauchen wir deutlich mehr. So, alte Angelroute. Und die soll der gute Kollege bauen. Und ne, viermal brauchen wir die nicht. Wir brauchen die nur einmal. Bestätigen. Und ui, das dauert eine Stunde und eine Minute. Na gut. Dann lassen wir ihn mal arbeiten. Gut. Damit haben wir die Angelroute in Auftrag gegeben. Und ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um die Folge hier zu beenden. Und ich denke mal, dann werden wir uns in der nächsten Folge tatsächlich mal mit dem Angeln auseinandersetzen. Das ist nämlich auch ganz witzig hier gemacht, in diesem Spiel. Das kenne ich auch schon aus der Closed Beta. Und wie man sieht, hier stehen schon jede Menge Leute und sind am Angeln. Also, wie immer, ich freue mich über Likes, Abos und Kommentare, auch gerne Anregungen und Kritik. Und ich denke, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!